Ich bin ein kleiner Teepot voller Glanz. Hier ist mein Henkel und hier mein Schwanz. Hallo, mein Sohn. Deine Mutter wollte, dass ich mit dir über was Bestimmtes rede. Over. Was? Nun, siehst du, du bist ein heranwachsender junger Mann und wir haben ja immer über die Bienchen und die Blümchen geredet. Nun, das ist ein sehr interessantes Thema und ich denke, du bist alt genug dafür, um die Wahrheit zu erfahren. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt, Dad. Kannst du vielleicht Mama ans Telefon holen? Ich wollte mit ihr über dein Alkoholproblem reden. Also gut, mein Kleiner. Ich weiß, das ist alles ein wenig seltsam, aber ich versuche dir ein wenig zu helfen. Als ein junger, stattlicher Mann... Ich glaub's einfach nicht. Du wirst den ungeheuren Drang verspüren. Dad. Ja, du weißt schon. Dad. Vielleicht auch mehrmals am Tag. Dein Körper macht einige schwerwiegende Veränderungen durch. Hä? Vielleicht hast du Angst vor alledem. Du kannst mit mir über alles reden, mein Sohn. Ich bin dein Vater und dein Freund. Vergiss das nicht. Also, hast du dazu vielleicht eine Frage? Nein. Oh, okay. Ich fange mal ganz von vorne an. Also Männer haben einen Penis. Ich weiß, dass ich einen Penis habe. Was zum Teufel macht Private Skittles da oben? Keine Ahnung, aber es hört sich heiß an. Sieh mal, ein verlassener Panzer. Und Frauen haben eine Vagina. Oh, warte nur, bis du älter wirst. Also ja, da kommen die Babys raus. Großartig. Okay, Dad, ich muss auflegen. Ich muss zurück an die Arbeit. Oh, okay. Ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben. Ich bin sehr stolz auf dich, mein Sohn. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann sei so frei und ruf mich einfach an. Nun ja, oder wenn du einfach nur reden willst. Oh mein Gott. Ich muss nun auflegen, Dad. Okay, auf Wiedersehen. Und töte ein paar Kommis für mich. Ja klar, wie auch immer. Over and out. Na. Wegen dem Panzer. Du weißt wirklich nicht, wo der ist? Ich meine, vielleicht hast du den woanders geparkt oder so. Hey Leute! Super Nachrichten! Ich werde bald fahren! Jetzt nicht mehr, Bitch!